Wir waren ein Symbol der Hoffnung. Ein Anker des Lichts in einer Welt aus Chaos. Jetzt sind wir am Boden. Vernichtet von den Lügen unserer Feinde. Mein Sohn. Mein Erbe. Du bist der Schlüssel zur Erlösung. Nur du kannst das Licht zurückbringen. Nur du kannst den Thron zurückerobern. Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Wir machen jetzt endlich mal die Hauptgeschichte weiter. Ich habe mich schon dorthin begeben. Wir sind am Kap Kaim und es sind noch knappe 270 Meter. Wir müssen jetzt mit Cid reden. Der gute Cid ist unter anderem der Mechaniker und derjenige, der uns auch die Waffen modifizieren kann. Aber ich glaube, so wirklich kann er uns jetzt die Waffen noch nicht modifizieren, denn das liegt unter anderem auch daran, dass ich noch nicht irgendwo übernachtet habe. Iris ist immer noch so fürsorglich wie früher. Stimmt. Ihr habt euch schon damals gut verstanden, nicht wahr? Ja. Am liebsten reden wir darüber, wie unzuverlässig der Prinz ist. Hä? Was soll das denn bitte heißen? Na, das ist genau das, was Ignis gerade gesagt hat, Noctis. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen, wie gesagt, die Waffen können wir uns jetzt so ohne weiteres noch nicht modifizieren. Wir müssen erstmal irgendwo übernachten und das habe ich mir ja aufgehoben für Altissia. Unter anderem kriegen wir auch dort die dreifache Menge an Erfahrungspunkte und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Hier steht der gute Cid, ich kann es ja nochmal probieren, aber ich denke mal, es wird noch nicht klappen. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, es geht noch nicht. Naja gut, dann geht's erstmal weiter. Möchtest du mit dem Boot nach Altissia fahren? Nach dem Ablegen lässt du Lucis fürs Erste hinter dir. Schokobos kehren automatisch zum Verleih zurück. Alles klar. Möchtest du dem Sticker eine Nachricht hinzufügen? Natürlich möchten wir das. Es ist natürlich wieder eine Nachricht von Prinzessin Luna Freya und ich wähle jetzt mal die erste Option. So, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl weiter nach unten. Ah, die Jungs sind heute aber nicht so wirklich gesprächig. Sonst haben sie immer lockere Sprüche auf Lager. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Ha. Der General? Aha, okay. Wir müssen erstmal schauen, wir haben irgendwas Neues bekommen. Was ist denn das? Ja, gut, das ist jetzt nicht unbedingt besser wie das, was ich habe. Heliodor-Armband. Das erhöht die Stärke. Nee, das, was ich habe, ist besser. Den Regalia nehmt ihr mit nach Altissia, oder? Wenn das möglich ist, können wir das gerne machen. Noct, das Boot ist startklar. Okay, wir fahren also mit dem Boot. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah ja, gut. Irgendein Buch halt. Brauche ich jetzt nicht weiter vorlesen. Ich möchte dir noch etwas sagen.
Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den dreien losgeschickt hat. Vertraue ihm. Immer. Oh, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich habe gerade was getrunken. Ich habe gedacht, die Sequenz geht vielleicht noch etwas länger, aber okay. Dem war leider nicht so. Das ist also die königliche Yacht. Haben wir hier vorne noch irgendwas Tolles, was ich mitnehmen kann? Jawohl. Einen Supertrank. Naja gut, davon haben wir ja noch nicht genug. Ach so, ich muss jetzt mit Kor reden, um an Bord der Yacht zu gelangen. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Ein Magieflakon. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt an Bord der Yacht? Wie komme ich denn da rüber? Muss ich dann doch nochmal mit Kor reden? Sie ist ein mächtiges Mittel zum Sieg. Doch pass auf, dass du deine Gefährten nicht versehentlich verletzt. Ja, ist ja ganz toll, aber wie komme ich denn an Bord der Yacht? Ach so. Worauf wartet ihr? An Bord, ihr Landratten! Aufgabe abgeschlossen. Zu neuen Ufern. Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Klar! Verlass dich drauf! Kapitel beendet. Nein, jetzt werden die Erfahrungspunkte gezählt. Scheiße, verdammt, ich wollte mir das da aufheben. Oh, nein. Ach, das hätte alles so schön sein können. Naja, gut, jeder hat so 5 oder 7 Level bekommen. Ah, gut. Ja, das hätte echt mehr sein können. Wir hätten, wie gesagt, in Altissia hätten wir das Dreifache bekommen. Scheiße, jetzt habe ich mir das umsonst angespart. Gladius Überleben, Talentstufe gestiegen. Finde nach Kämpfen gelegentlich Super-Elixiere. Ja gut, das sind jetzt hier die Fotos. Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sich einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein,
Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Altesia, die Stadt des Wassers. Das Meer! Wolltet ihr nicht auch schon immer mal eine Reise auf dem Boot machen? Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. Okay, wundert euch bitte nicht. Also das würde jetzt wahrscheinlich die ganze Fahrt überdauern, dass die Jungs da miteinander quatschen. Wir könnten uns die tolle Umgebung auch unter anderem angucken, aber ich werde das Ganze jetzt mal etwas abkürzen und die ganze Sequenz überspringen. Aus, als würde der Horizont nie ein Ende nehmen. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang. Prinzessin Unafria von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Ja, von der Grafik her sieht das natürlich echt geil aus, wie ich bereits immer sagte. Viele Spiele können Final Fantasy natürlich nicht das Wasser reichen. Hey, ihr da! Den Passierschein! Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal, weiterfahren! Dann geht's weiter mit der Yacht durch diese Wasserstraße. So weit ist es ja gar nicht mehr. Nee, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend. So, dann werden wir mal die kleine Yacht hier ganz geschmeidig einparken. Hurra! Endlich wieder an Land! Was für ein Anblick. Kein Wunder, dass man Altesia die Stadt des Wassers nennt. Ja, innerhalb der Stadt ist die Fortbewegung in Gondeln am bequemsten. Gondeln? Wow, klingt romantisch. Hey. Ja? Noctis. Hier ist der Schlüssel zum Boot. Das nächste Mal kannst du dich selbst hinters Steuer klemmen. Ich weiß doch gar nicht wie. Der Kahn hat schon schlimmere Kapitäne überstanden. Nicht mal dein Vater hat ihn auf Grund fahren können. Als König kannst du dir nicht erlauben, das Ruder abzugeben. Du musst lernen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Du hast von Cid den Schlüssel zum Boot erhalten. Führe die Hauptgeschichte fort, um aufs offene Meer fahren zu können. Bootsschlüssel. Bevor es weitergeht, werde ich noch ein paar Fertigkeitspunkte verteilen. Unter anderem, ja, was machen wir denn? Was können wir denn machen? Statuswerte, glaube ich, wäre gar nicht so verkehrt. Genau, Gesundheit 3 erhöht die LP aller Gefährten um das Zehnfache ihrer jeglichen Stufe. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Das kostet 333 Fertigkeitspunkte. Da wir ja über 400 haben, können wir das ruhig mal machen. Und weitere Sachen kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Nein. Das sind jetzt hier die dreifachen oder der dritte Accessoire-Slot für jeden Charakter. Das kann ich mir dann irgendwann im späteren Spielverlauf aneignen. Wie ihr seht, die LP von Noctis sind jetzt auf 3478 gestiegen, von allen anderen Charakteren natürlich auch. Was mich natürlich ein bisschen ärgert, ist, dass wir natürlich jetzt, da wir am Ende des Kapitels angelangt waren, die Erfahrungspunkte verteilt wurden, leider nicht die Erfahrungspunkte bis zum Hotel anhäufen konnten, wofür
ich natürlich eigentlich alles gespart hatte und da hätten wir natürlich die dreifache Menge bekommen und ja gut. Dann muss ich demnächst dann einfach nochmal ein wenig grinden, Aufträge machen, Nebenaufgaben und alles sowas dergleichen, mir wieder eine bestimmte Summe aneignen und dann kann ich die in Altissia für den dreifachen Preis einlösen. Erstmal schauen, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Accordo einreisen. Ja gut, aber wo ist denn das? Es gibt auch noch Einreisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? Also wenn das hier so ist wie bei Asterix und Obelix und wir den Passierschein A38 brauchen, dann sehe ich hier schwarz. Denn den gibt es ja nicht. Stehen bleiben! Weshalb reisen Sie ein? Also... Wie der uns gerade angeschrien hat. Sid vorschicken, Ignis vorschicken. Ja gut, ich schicke einfach mal Ignis vor. Der ist ja so toll im Reden, hat immer eine gute Idee parat. Ich hoffe, wir kommen dadurch auch weiter. Ignis, Hilfe! Wenn's sein muss. Wir möchten in Accordo trophologische Studien betreiben. Ihre Küche wird schließlich in ganz Eos gerühmt. Oh, na, wenn das so ist, dann wünsche ich gutes Gelingen. Du bist mir was schuldig. Ja, Ignis. Ist ja gut. Sehen wir uns den Laden mal an? Klar, man sieht sich bei Margot. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Würde mich gerne ausruhen. Das Margot suchen. Ja gut, was ist denn das Margot? Ein Paradies für Fotografen. Mehr los, als ich dachte. Ich muss noch einkaufen. Auf jeden Fall ist das eine echt große Stadt. Ich bin so froh, dass die... Aber ich wollte eigentlich auf dem kürzesten Weg die Hauptgeschichte vorantreiben. Was können wir denn hier an dem Kiosk machen? Kann Prompto hier wieder ein Foto machen? Hotel de Ville, Altissia. In Laufnähe zu einer Gondelhaltestelle ist unser Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die Stadt des Wassers zu erkunden. Erholen Sie sich in unseren geräumigen und komfortablen eingerichteten Zimmern von Ihrem Alltagsstress. Sieh mal! Was denn? Ja, ich habe das gerade schon angeklickt, Prompto. Ich habe gedacht, du willst ein Foto machen. Was soll ich jetzt tun? Liegen hier vielleicht eventuell noch irgendwelche Items rum? Ich schaue mich ja echt gerne um, aber... Ja gut, jetzt mit irgendwelchen Passanten reden wird wahrscheinlich nicht bei jedem möglich sein. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Also ich versuche wirklich auf dem kürzesten Weg die Hauptgeschichte hier voranzutreiben. Aber die Stadt ist wirklich relativ groß. Oh, hier hätten wir eine Angelstelle. Sollte ich mal wieder angeln? Nee, jetzt nicht. Ich glaube, da vorne liegt noch was. Eine Silbermünze. Sehr schön. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Diese Münzen oder Medaillen, die brauchen wir unter anderem auch, um uns Erfahrungspunkte-Zauber herzustellen. Dazu habe ich nochmal ein extra Video gemacht, wie wir relativ schnell viel Erfahrungspunkte an einem Gegner sammeln können. Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Hey, wie redest du über unsere exklusiven luzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Um nochmal drauf zurückzukommen, wie gesagt, diese Folge, die ich da gemacht habe, ist eine kleine Spezialfolge. Die hat nicht so wirklich was mit der Hauptgeschichte und mit dem storyrelevanten Teil von Final Fantasy XV zu tun. Ihr findet sie aber in der Playlist zu dieser Serie. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr wissen wollt, wie man bestimmte Zauber zusammenmischt und dann viel Erfahrungspunkte bekommt. Soll in der Nähe ein nettes Eckchen geben. Lass uns da ein Foto machen. Oh, Prompto, muss das jetzt sein? Nee, komm, das machen wir ein andermal. Nicht jetzt, Prompto. Ah, ja. Ich dachte mir schon, dass es wieder zu einem Fotoshooting kommt. Wir müssen also darüber. Wie komme ich denn darüber? Ihr seht ja, da vorne ist das Ziel. Muss ich gar mit einer Gondel fahren? Ich finde, die Stadt hat ein bisschen was von Venedig. Venedig ist ja auch so eine kleine Stadt auf dem Wasser. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Gut, ich kann euch jetzt nicht so wirklich was über Venedig erzählen, in Sachen Tradition oder sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass das in Italien liegt, also... Ja,
hoffe, die Info reicht. Aber es ist natürlich auch eine sehr schöne und sehr alte Stadt. Kommt auch öfter mal in irgendwelchen Filmen vor. Ah ja, na, wir müssen echt schon mit der immer Gondel von fahren. Einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Naja, natürlich. Wo muss ich denn jetzt hin? Hotel de Ville? Verdammt, wo muss ich denn hin? Muss ich überhaupt mit der Gondel fahren? Nee, da komme ich ja wieder zurück, oder? Wir sehen hier die Wege, wo die Gondel langfährt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Naja, alles klar, hau rein. Nee, ich glaube, ich muss hier umlang laufen. Genau, hier bin ich richtig. Ich habe erst gedacht, wir müssen vielleicht doch mit der Gondel darüber fahren, aber wir sind ja jetzt hier schon wieder drüben und dann muss es auch irgendwo einen Weg geben, der uns darunter führt. Die Frage ist nur, wo. Ich muss irgendwo hier runterkommen. Nee, hier bin ich auch falsch. Ja, Gladio, geh mal bitte weg. Bin todmüde. Aha, da hängt ein Bild von Luna Freya. Ist das gar das Kleid, was die Prinzessin anhat? Wäre ja möglich. Aber wie zum Teufel komme ich denn jetzt hier runter? Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Ah, Ignis, hast du schon wieder ein neues Rezept am Start? Wie das wohl schmeckt? Tja, das wissen wir nicht. Bevor wir es nicht ausprobiert haben. Sieht die Stadt einfach wunderschön aus. Schon, aber irgendwie werde ich ganz melancholisch. Komme ich jetzt hier nur weiter oder nicht? Ich muss irgendwie nach da vorne gelangen. Wie zum Teufel komme ich da hin? Es wird doch so wirklich nicht auf der Karte angezeigt. Es muss ja einen Weg hier unten durchgeben. Es sei denn, ich muss wirklich doch mit der Gondel fahren. Na, hier finden wir doch bestimmt noch was, oder? Nee, schade. Scheiße, verdammt, wie komme ich denn da hin? Da ist Margo. Ich glaube, das ist ein kleines Restaurant. Aber erstmal da hinkommen. Na gut, hier können wir nochmal Blitz ziehen. Machen wir einfach mal. Eis können wir hier auch noch absorbieren. Machen wir auch. Und dann natürlich auch noch Feuer. Gladio, geh mal bitte weg. Danke. Scheiße, verdammt. Wie zum Teufel komme ich denn jetzt bitteschön? Ach so. Ja gut, ich muss doch mit der Gondel fahren. Dann schnell wieder zurück zur Gondel. Ich weiß jetzt, wo ich aussteigen muss. Ja gut, hätte ich mal vorher auf die Karte geschaut. Wusste ich ja nicht. Ich habe es mir schon irgendwie denken können, dass ich dann doch mit der Gondel dahin komme, aber wo ich dann hier bei dem Gondelführer war, da wurde das Hauptziel nicht so wirklich angezeigt. Und jetzt im Nachhinein, wo ich auf die Karte geschaut habe, gut, da ist mir das auch aufgefallen. Dann machen wir doch eine kleine Gondelfahrt. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Ja, ich hab's mir jetzt überlegt, ich mach das doch mal. Schwimmender Markt Margo. Stand das vorher schon da? Hab ich gar nicht gesehen. Echt jetzt? Wer lesen kann, ist komplett im Vorteil. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Ich lasse das jetzt einfach mal. Wir genießen mal ein wenig die kleine Gondelfahrt. So lang ist das ja nicht. Daher brauche ich das auch nicht überspringen. Wo gehen wir jetzt hin? Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen! Aufgabe abgeschlossen.
Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Veskem Arma, zu euren Diensten. Der kleine Prinz ist groß geworden. Du erinnerst dich nicht? Naja, war es ja damals noch ein Baby. Kurz mal in den Laden? Na, muss ich jetzt hier mit ihm reden oder nicht? Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Ja, die Kanagi ist übrigens Prinzessin Luna Freya. Ich werde jetzt mal zu Luna ein paar Fragen stellen. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Danke, das wär's. Werte Camellia, lang ist es her. Ich habe von Ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an, was Sie nicht alles hören. Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Das Gipfeltreffen zum Hotel Leville begeben. Ja, so ist denn das? Ich ahne Schlimmes. Ich glaube, ich muss wieder Hallo. Mit der Gondel fahren. Wohin soll's denn gehen? Wie dreist die Gondelfahrer doch sind. Die quatschen einen schon an, obwohl wir uns noch nicht mal dem Steg genähert haben. Ja gut, die wollen ja auch Kundschaft rankriegen, ja? Wer kann es den Jungs verübeln? So, erstmal schauen. Wo wäre denn das? Das wäre da vorne, also kann ich da aussteigen. Ja, dann fahren wir mal wieder mit der Gondel. Sie scheint sich gut mit dem Besitzer zu verstehen. Aber zum Spaß war sie sicher nicht dort. Hotel Leville, das ist meine nächste kleine Reisestation. Ich werde die Gondelfahrt natürlich etwas abkürzen und werde das jetzt überspringen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Da sind wir auch schon. Ging ja doch relativ schnell. Willst du dir das mal ansehen? Was denn? Nein, Ignis. Möchte ich nicht, obwohl doch, wir können es... Ach Na, nee, dann muss ich ja wieder was vorlesen. Wie wär's mit einer Gondelfahrt? Nein, bloß weg hier. Der will schon wieder, dass wir Gondel fahren. Bloß weg hier. Und hier wäre jetzt das Hotel gewesen, ja? Wo wir natürlich die dreifachen Erfahrungspunkte bekommen hätten. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Umbra besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerungen zurückzuversetzen. Du erhältst die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte bei der Rückkehr in die Gegenwart. Kehren Mietschokobos automatisch zum Verleih zurück und die Rückkehr zur letzten Unterkunft bringt dich zurück zu Umbra.
Das Boot wurde freigeschaltet. Mit dem königlichen Boot kannst du das offene Meer bereisen. Geh in Altissia Kaim oder im Galdin Kai an Bord. Amulett der 24 Emissäre hätten wir erhalten. Kann ich jetzt schon mit Umra reden? Nee, kann ich noch nicht. Ja, mal gucken. Ich glaube, das war der Typ hier mit dem Übernachten. Aber das wäre natürlich teuer. Ihr seht ja, Erfahrungspunkte mal 3. Es kostet aber 15.000 Gil, ja? Das ist natürlich teuer. Wie Sie wünschen. Daher brauchen wir das jetzt nicht wählen. Das ist natürlich ein kleiner guter Level-Tipp. Also wenn ihr viel Erfahrungspunkte angehäuft habt, könnt ihr natürlich hier übernachten und könnt somit... Wer hätte das gedacht? Die dreifache Menge an Erfahrungspunkte absahen. Guten Tag. Ja gut, wir übernachten einfach mal hier. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Schöner Morgen. Na? Okay, wir müssten uns jetzt zur Residenz der Premierministerin begeben. Aber das mache ich natürlich in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert, bewertet. Ist wie immer euch überlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der Versprecher musste auch gerade mal wieder sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Bis zur nächsten Folge. Let's play Final Fantasy 15. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.